Willkommen zurück bei Bioshock Infinite, dem DLC. Ich weiß immer noch nicht, wie mir da entfallen, wie der DLC heißt. Irgendwie Seebestattung? Whatever. So, okay, da müssen wir hin, also gehen wir erstmal wieder in die entgegengesetzte Richtung. So. Lecker Sandwich, auch wenn das daneben so aussieht, als wäre das schon mal gegessen worden. Ah ja. Okay. Der hat es, glaube ich, hinter sich. Me? I got better things to do. I hope that wasn't your attempt at pillow talk, darling. Okay. So, dann managen wir mal hier die Bar. Das ist aber auch alles vom selben Herstellen da, oder? Hier. Was haben wir denn da? King Absinth. Und what? Zimmer irgendwas. Cognac, nee. Chardonnay. Ah, Zimmerman Chardonnay. Okay, jetzt haben wir's. Kann ich euch halt alles andrehen. Alles nur dasselbe. So, Lissy. Ist das der Weg, wo wir hin müssen? Ja, nein. Da gehen wir noch nicht hin. Herr Schmidt. Ah ja. Offensichtlich Deutscher. Denn den haben wir verstanden. Auch ohne Untertitel. So, was hast du denn Gutes da? Rauchzeug. Nee, Rauchen ist schädlich für die Gesundheit. Deswegen weg hier. Diamond told me, he uses my picture to judge facial symmetry. Darling, that line actually work on anyone before closing time. Okay. Ja, ich glaube nicht, dass dieser Spruch irgendwann mal funktioniert hat. So, hier sind Telefonzellen. You sell soybeans, I sell companionship. Aha. It's disgusting. That's the Bible talking, pal. That's your mother talking. What does Ryan say? Petty morality? You can keep it. Ja, aber er geht auch nicht weg, ne? So, also das sind hier die käufliche Begleitung. Alle im roten Dress mit roten Schuhen. Das ist wohl, damit man sie auch wieder leicht wiederfindet oder sowas. So, können wir... Oh, Geld... können wir mal hier telefonieren? Ich müsste gerade mal jemanden anrufen. Moment. Irgendwie meinem Psychiater. Irgendwie, ich habe ja hier Probleme mit meiner Tochter und so. Nee. Okay, geht nicht. Da kommen wir nicht rein. Rapture Records. Na, gehen wir mal gucken. Nabend. Ja, ich bin ja schon drin. Ich guck mal. Guck mal, ob wir hier irgendwas spielen können. Oh ja. Naja. War es auch schon mal musikalischer Booker? Können wir das Ding, das Gejaule hier ausschalten? Das ist ja irgendwie... Nicht so wirklich gut. Okay. Ja. Ja, ich habe mich schon umgeguckt und du hattest nichts. So, Mülltonne? Nee. Nix drin. So. Now there was a straight shooter, one of us. I don't want to follow one of us. You imagine having a beer with Andrew Ryan? Probably some teetotaler. Don't trust a man, don't drink, least from time to time. Ja gut, den kann man auch trauen. Ich bin ja jetzt auch nicht so der Alkohol. Ach, ihr seid noch nicht fertig? We want to be better than we are.
That is what separates us from the jungle. Okay. Hast du noch was zu sagen? Du stehst mir hier im Weg, weißt du das? Aber anscheinend ist da im Mülleimer auch nichts drin, was wir gebrauchen können. Oh, Tag. So, Lissy, komm, gehen wir mal hier shoppen. Buongiorno, signore. Buongiorno. Ja, ja. Okay, Taschen. Leere Taschen. Kiste. Nix drin. Okay. Chang observed strangest of coincidences. On other side of a window, man in strange hat experimenting on Su Chang's own creation. On plasmid. Man name of Fink. Outrage! Depth of intellectual property! But man name of Fink is no fool. Through addition of oxidizing agent, turns plasmid ingestible through stomach lining. Mr. Ryan very impressed with Su Chong's initiative. Theft of intellectual property, two-way street. Moment, Fink, den kennen wir doch aus Columbia, ne? Hat der jetzt hier der Su Chong irgendwie den Fink beobachtet durch irgend so einen Riss, was hier Lissy aufmachen kann oder wie? Okay, hier kriegt man nicht nur Geld durch Münze, sondern ja, findet auch allerlei Kram, der direkt Geld bringt. I'm a complete wreck if Trudy even gets a nosebleed. So many children. It can't all be coincidence. Ja, das haben wir ja auch schon festgestellt. Sie sind ja schon viele Kinder anscheinend hier vermisst. So, Tag, können wir hier mal kurz ein bisschen gucken, ob du hier hinten was hast? Nee. Ja! Lissy erschreckt mich doch nicht so hier. Nein, da gehen wir noch nicht hin, Lissy. Komm mal mit. Oh, for God's sake, Armand, you want to get us both rounded up? So you admit it that Ryan's rounding people up? It was a figure of speech. The pot calling the kettle black is a figure of speech. I keep my head low and I do my job. Like a good German. Now is that a figure of speech? Okay. Oh, ein Wal! Er kommt direkt auf uns zu. Okay, schwimmt brav beiseite. Was geht da ab? Typen mit Hasenohren, die tanzen. Da willst du runter, Lissy? Bist du dir da sicher? Ich glaube nicht. Oh. Gucken wir uns mal hier das nächste Filmchen an. Are you in the know? You've doubtlessly sampled products from Fontaine Futuristics. But do you know why Ryan Industries saved it? Frank Fontaine. Business leader and benefactor of mankind? Or was he the best friend the parasite ever had? Were you aware his businesses were a front for a smuggling ring? And were you also fooled by his supposed charity work? At his free clinic, patients became test subjects, and his orphanages were places that children disappeared into and never came out. Once they learned the truth, Rapture's Central Council called for the arrest of Fontaine Futuristics' owner. But, a coward to the end, Fontaine found a hail of bullets preferable to facing justice.
The Council asks that Ryan Industries assume the burden of stewardship of Fontaine's ill-gotten assets. And Andrew Ryan accepted that burden for the people of Rapture. Now all citizens can enjoy these products, free of criminal taint. Now you know. Nee, nicht wirklich. Komische Propagandafilme. Why are you wasting your time with that one? Hä? Mit wem? Redest du mit Lissy? Die gehört zu mir. Was ist denn jetzt? Lissy? Ja. Also dieses plötzliche Verschwinden und dann wieder auftauchen hat sie nicht verlernt. So, wo sind wir denn jetzt hier? Artist Struggle. Okay, rein da. Oh, ein Museum. Wow. Ja, verstörende Hasenbilder. Wobei mich das hier irgendwie leicht an Donnie Darko erinnert. So. Eine einsame Rose. Ich nenne dieses Bild Geschwindigkeit. Und das da, der Schrei des Zyklopen. Dazu fällt mir gerade kein Name ein. Das ist Geschwindigkeit in der blauen Phase. Und das nenne ich einfach Arsch. So, haben wir alle Bilder hier benannt. Wunderbar. Dann können wir hier wieder gehen. Komm, Lissy. Zu viel Kultur ist auch nicht gut. Hä? Nee. Muss hier... Was? Fläschchen unbekannter Fusel. Nee, danke. Lass mal stecken. Ich bin hier in Begleitung. So, können wir hier Post irgendwie wegschicken? Luftpost durchsuchen? Haha! Aber wer verschickt denn hier auch ein Halsband und einen Ring hier so einfach, wo jeder da draus nehmen kann? Ja, bringt aber auch nicht allzu viel, der Kram. Ja! Ist sie. Schlimm mit dir. So, wo wolltest du denn jetzt hin? Geh mal vor jetzt. Jetzt kannst du von mir aus vorgehen. Ich folge dir wie ein Schatten. Zumindest. Ja, hier. Find my source inside of that club. Cohen? What does that lunatic have to do with Sally? Cohens Club betreten. Nee, betreten wir noch nicht. Lost and found. Brieftasche durchsuchen. Hat keiner gesehen, dass ich jetzt ein bisschen Geld genommen habe? Können wir hier rüber gucken? Haha! Nichts Interessantes. Hup. So, da sind wir hergekommen. Nö, eigentlich nicht. Nett. Was ist das? Aha. Was auch immer. Kannst du da helfen? Nee. Können wir hier raus? Oh, tatsächlich. Ach, hier ist es doch hübsch. Können wir nicht hier bleiben, Lissy? So, ach hier, ein Diner. All of Fontaine's men up in that department store, but why on earth should we have to feed them? Isn't a prisoner just another parasite? What you want to do, Irene? Hang them all? You said it, not me. Naja, aufhängen hier unter Wasser wäre auch ein bisschen übertrieben. Ihr könntet die Eier in die Luftschleuse stecken und dann einmal die Tür aufmachen. So, hier hat einer nicht aufgegessen. Lissy, hast du Hunger? Lissy? Also. Wieder Gott weiß wo. Ja, hier, komm mal. Essen. Guck mal. Will keiner. Du auch nicht. Ja. So, er hat auch noch nicht so ganz aufgegessen anscheinend, aber
zumindest mal angefangen. Wo kommen wir hier hin? I don't think these supermen know the meaning of the word. Whenever anyone wants others to work, they call. Also hier esse ich nicht, Lissy. Tut mir leid. Hello, Booker. Ja, ja, ist da was. Keine Ahnung, die ist mir nachgelaufen. So. Wieso braucht der hier zwei Waffeleisen? Und zig Millionen Toaster. Können wir dich hier beklauen? Nee. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Er hier. Ja, forever alone, oder? Aber auch leicht verstrahlt, so wie er hier tanzt. Ja, die unterhalten sich natürlich hier über ihn hier. Guck mal, wie bescheuert er tanzt. Guck mal. Parasites want you to believe. Gray. There's no such thing as gray. There's good, there's bad. And nothing between the poles. Wäre ich mir nicht so ganz sicher. Solltest dir mal irgendwie ein paar Filme angucken oder Serien. Da findest du genug, also gute. Findet mal ab und zu ganz gute Beispiele, so dass nicht alles gut und schlecht ist, sondern sehr viel dazwischen liegt. Ja, also wie gesagt, also die tuscheln da über ihn hier. Alter, geh, setz dich einfach dahin, ess dein Sandwich da weiter und gut ist, weil du machst dich hier echt lächerlich. So, Lissy. Also halt, da war noch eine Tür. Moment, Lissy, ich komm gleich. Führt zwar bestimmt auch nur in die Küche, aber. Got an issue with my food pail. You're welcome to put on an apron. Na ja, klar. Mama. Später. Gott, hier sieht's aus. Junge. Tagebuch. Gut, dass wir hier waren. I had all of these visions before coming down here of Utopia. Every man with his hand on the great chain, the wheel of progress turning. Every cliche you can imagine. And what is the first thing that happens when I open a shop? Petty thievery. Now I have to lock all my valuables in a closet. Remember 2076. It's the problem with coming to Utopia. Is that it still has the people. So, what? Er hat jetzt irgendeine Geheimzahl genannt und ich finde jetzt nichts zum Schreiben. 2076 irgendwas. Der Stift schreibt bestimmt nichts. 2076. Kann ich das noch irgendwann lesen, wenn ich es gebrauchen kann? Sehr wahrscheinlich nicht. Wo ist Ausgang? Lissy, geh schon mal. Ja. So, jetzt können wir los. Schauen wir mal. How do they work? Something about stem cells. What's a stem cell? Who do I look like, Bridget Tenenbaum? Was seid ihr denn für Viecher? Ihr seid ja eklig. Oh. Ja. Nix in der Handtasche drin. Na toll. Er hier ist echt der ärmste Kerl hier auf der ganzen Welt, glaube ich. Ja. Tut mir irgendwie leid. Ich würde ihn gerne erlösen, aber. So, das haben wir, glaube ich, geguckt, ne? Was? Ah, okay, da. Da gibt's. Geh in den Lagerraum. Okay. Bild ab. Ah, da kann man scrollen. Ah, 2076. Ah, okay. Und da gibt es auch die Übersetzung, was sie gesagt haben.
Gut. Natürlich wäre es immer noch besser, wenn sie es, ja, wenn sie es eigentlich direkt hier machen würden. So, 0. Ja, aber hier zu treffen ist natürlich auch wieder. Tada! Lissi, habe ich gut gemacht? Ja? Nein? Katsching, katsching. Na komm, essen wir noch eine Birne. When Ryan takes over Fontaine Futuristics, scene of a terrible violence. Splicers burning each other to bits. Lucky ones not killed, sent to department to stop prison instead. Suchon think he dead man too. But then Ryan comes to Suchong and says, Suchong want to be buried in filthy store, or Suchong want to make a good salary? Welcome, please have a look around. Work for Ryan. How much salary? Asks Suchong. This Ryan find very funny. Ja, wie gesagt, also ich hätte eigentlich ganz gerne, wenn das zumindest auch irgendwie untertitelt wäre. Aber naja, können halt nicht alles haben. So, Lissi, wir gehen dann mal hier zu Cohen. Beziehungsweise wir beobachten mal diese grotesken Menschen, die hier nichts Besseres zu tun haben, als mit Hasenmasken hier auf Podesten zu tanzen. Also ich weiß nicht, wie viele Drogen man nehmen muss, um das so den ganzen Tag zu machen. Ihr wundert euch doch auch darüber, oder? Contempt's too weak a word. I consider Cohen's work obscene. Ja, obszön würde ich es nicht nennen, aber halt irgendwie ein bisschen irre. Okay. Ja, bevor wir da reingehen, Private Party. No entry without invitation. We'll see about that. Ja, werden wir sehen, aber erst in der nächsten Folge. Vielleicht bekomme ich ja jetzt dann noch irgendwie eine Einladung zugeschickt oder sowas. Keine Ahnung. Oder? Lissi, bleib mal stehen. Ich wollte mal gucken. Ach Gott, du bist aber auch eine unruhige Seele, weißt du das? Das ist ja schlimm. Also, ja. Bis zum nächsten Mal.